Bereits vor wenigen Wochen gab es das Gerücht, das neue Assassin's Creed wäre in einem Wikinger-Setting angesiedelt. Grund für die Annahme war ein Easter Egg in The Division 2, welches einen Nordmann als Assassin zeigte. Das Gerücht wurde nun durch einen angeblichen Leak weiter angeheizt. Es gibt nämlich erste, sehr verschwommene Bilder, die ein neues Assassin's Creed im Wikinger-Universum auch zeigen sollen. Das Spiel soll auf den Namen Assassin's Creed Ragnarok hören und im Jahr 2020 erscheinen. Die Spielwelt soll sich dabei über Großbritannien, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland erstrecken. Was an den Gerüchten dran ist, das kann euch derzeit niemand so wirklich genau sagen. Ubisoft äußerte sich bisher nämlich noch nicht. Vielleicht bekommen wir auch schon im Rahmen der E3 im Juni erste Informationen. Die Assassin's Creed-Serie ist übrigens sehr leak-anfällig. Erste Details der letzten drei Ableger sind alle vor der offiziellen Ankündigung nach außen gelangt. Sony hat eine neue State of Play Live-Show für den 9. Mai angekündigt. Gezeigt werden soll neben dem Medieval Remake auch einige noch unangekündigte Titel. Die Show ist dabei recht knackig kalkuliert, nur knapp über 10 Minuten wird der komplette Spaß gehen. Wer live dabei sein möchte, der muss übrigens etwas länger aufbleiben, erst kurz vor Mitternacht beginnt der Livestream. Übertragen wird Sony die Show via YouTube, Twitch, Twitter und Facebook. Checkt einfach am Abend des 9. Mai die Sony Social Media Kanäle aus für den passenden Link zum Livestream. Aktuell läuft die letzte Staffel von Game of Thrones und wir fragen uns, warum gab es eigentlich in den letzten 10 Jahren kein großes Spiel zum Serienerfolg? Die Bücher und auch die Serie selbst geben so viel Stoff für ein Videospiel her, da sollte es doch irgendwie leicht sein, was daraus zu verwirklichen. Zwar gab es einige Versuche, aber kein großer Publisher traute sich wirklich an die Lizenz und entwickelte ein AAA-Produkt. Bis jetzt. Microsoft hat auf dem offiziellen Xbox Twitter-Account einen Teaser veröffentlicht, der das Logo des Hauses Targaryen aus Game of Thrones zeigt. Weitere Details nannte Microsoft absolut keine. Wir müssen also im besten Fall auf die E3 im Juni warten. Da der Teaser mit einem abgeänderten Zitat aus dem Eid der Nachtwache abgerundet wird, ist es denkbar, dass sich das Spiel um exakt diese drehen könnte. Im Netz gibt es bereits mehrere Theorien, ob es sich bei dem Spiel um ein Rollenspiel aus dem Hause Obsidian oder In Exile Entertainment handelt. Beide gehören seit einigen Monaten zur Microsoft-Familie. Wir persönlich würden uns übrigens viel mehr über ein Spiel aus dem Hause Ninja Theory freuen. Auch der Hellblade-Entwickler gehört nämlich mittlerweile zu Microsoft und ist vor allem für ein intensives Storytelling bekannt.